Überzeugender Auftritt der Wasserfreundinnen. Gegen die Damen vom SV Blau-Weiß Bochum setzen die Spandauerinnen ihre Siegesserie mit 21:8 fort und bleiben auf dem Weg zum Titel ungeschlagen. Wir haben eine bessere Verteidigung gespielt, haben das umgestellt von Press auf M-Zone. Das lief heute deutlich besser und konnten da stark in Angriff gehen. Die Berlinerinnen haben zunächst Schwierigkeiten, ihre Form zu finden, was die Bochumerinnen mehrfach ausnutzen. So erzielt Yvette Dimitrova den Führungstreffer zum 3:2 für die Gäste. Doch die Berlinerinnen zeigen Kampfgeist und arbeiten sich aus ihrem anfänglichen Tief heraus. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung gelingt es ihnen, sich leicht abzusetzen. Besonders Elena Ludwig und Emerson Hewton überzeugen mit ihren Treffern und sichern einen 9:4 Halbzeitstand für die Wasserfreundinnen. Wir haben so im Angriff sehr viel geschwommen und auch Tor geschossen, aber ja, manchmal das war nicht Tore. Nach dem Seitenwechsel erweisen sich die Berlinerinnen ihrer Favoritenrolle würdig. Sie bauen ihre Führung kontinuierlich aus, bis Elena Ludwig mit ihrem Treffer das 14:5 markiert. Doch auch die Gäste aus Bochum zeigen ihre Entschlossenheit und Stärke. Katharina Babak verkürzt mit einem präzisen Treffer auf 18:7. Der letzte Treffer des Spiels geht aber erneut auf das Konto von Emerson Hewton, die mit ihrem 9. Tor den Endstand von 21:8 für die Wasserfreundinnen besiegelt. Wir haben im Angriff vor allem gut ausgespielt, haben da unsere Rausstellung rausgeholt, die Tore gemacht und ja, aus der sicheren Verteidigung heraus. Mit dem Halbfinalsieg im Rücken bereiten sich die Spandauerinnen intensiv auf die Finalserie gegen den SSV Esslingen vor. Ihr Blick ist dabei fokussiert, ihr Ehrgeiz unerschütterlich, denn das Ziel ist klar. Sie wollen den Meistertitel erneut verteidigen und sich als unangefochtene Champions behaupten.